BISTV wird Ihnen präsentiert von Stilhaus, Minagi, NAV Group und bauschweiz.ch. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur November-Sendung von BISTV. Dieser Monat steht ganz im Zeichen von einer Neueröffnung und dem Thema Glas. Also nicht am Weinglas, auch wenn ich die Assoziation sehr gut verstehen kann. Nein, es geht ums Glas im Innenraum. Dann haben wir auch noch den Toni wieder bei uns zu Gast, bevor wir dann schon zum Veranstaltungskalender kommen. Glas Trösch ist mit einer Ausstellung auf rund 1000 Quadratmeter ins Stilhaus eingezogen. Wein und feine Häppchen hat es bei der Eröffnung zwar auch gegeben, aber vor allem geht es bei der Ausstellung Interieur um Glas für die Innenraumgestaltung. Wir sind hier im Stilhaus in Rotrist bei der Ausstellung von Glas Trösch Interieur. Neben mir steht Herr Roberto Jäckle, zuständig für Produktentwicklung, Technik und Design. Herr Jäckle, sagen Sie uns doch, was ist das Thema, was ist das Ziel von eurer neuen Ausstellung? Also Glas Trösch Interieur ist Spezialist für Raumgestaltung mit Glas. Und wir zeigen hier eigentlich unsere Systemlösungen. Also Systemlösung heisst, es geht nicht nur ums Glas, sondern es geht um das Glas eingebaut in eine Raumsituation. Und das können wir hier auf einer Fläche von knapp 1000 Quadratmetern eigentlich in einem Ausmaß zeigen, wie das europaweit nie nicht der Fall ist. Alles klar, es ist eine riesige Fläche. Ich denke mir, das Beste ist, die führt uns einfach mal kurz durch die Ausstellung und wir bleiben an den wichtigsten Punkten stehen. Gerne, kommt mit. Ich sehe, ihr bleibt stehen. Wo sind wir da? Wir sind ganz am Anfang von unseren Themenwelten. Wir haben den Showroom so aufgebaut, dass wir einseitig, eigentlich südseitig, die Themenwelten haben. Man kann auch Boxen sagen. Hier sehen wir jetzt die Box Marrakesch mit dem Thema Marrakesch zusammen kombiniert mit unserer Produktlinie Swiss Dusch. Eigentlich inszeniert mit Ornament und Farben aus dieser Themenwelt Marrakesch, dann kombiniert mit goldigen Beschlägen. Und auf der anderen Seite haben wir einen sehr technischen Bereich, Swiss Door, wo wir eigentlich in einem Umfang von 14 Türsystemen, die es auch bisher nie nicht gibt, zum Anschauen, können Türsysteme eins zu eins zeigen, wie man sie dann im eingebauten Gebäude hat. Und hier hat die Möglichkeit, das auszutesten, verschiedene Systeme miteinander anzuschauen, was sind die Qualitäten, was sind die Feinheiten der einzelnen Systeme. Okay, gehen wir weiter. Gut, wir sind hier in der nächsten Box. Nehmt doch mal Platz. Danke. Warum setzen wir uns hier? Wir sind in der Themenwelt Swiss Culinaria, also Glas für Küche. Wir haben hier das Thema Scherenschnitt, also eigentlich eine klassische Kunst, vor allem aus dem Berner Oberland, wo wir hier applizieren auf Glas. Also das sind klassische Motive direkt von einer Künstlerin aus dem Berner Oberland, wo wir hier in einer Drucktechnik auf Glas applizieren. Auf dieser Seite sehr klassisch, mit schwarz-beige oder eben weiss Glas. Und hinter uns im Hintergrund sehr modern interpretiert, mit Ton in Ton, mit metallischen Tönen. Und das gibt natürlich je nach Anwendung ein ganz anderes Ambiente am ganzen Raum. Es sind wunderschöne Motive. Wie muss sich der Kunde das vorstellen, wenn er jetzt etwas in die Richtung möchte?
Also wir haben eine Kreativabteilung bei uns bei Glastres Interieur, wo wir selber solche Motive entwickeln, aber auch einkaufen. Wir haben hier einen Fundus von etwa 80 eigenen Kreationen an Motiven, die eigentlich fix fertig sind zum Applizieren. Wir haben aber auch immer die Möglichkeit, ein kundenspezifisches Motiv individuell mit unserem Designteam zusammen zu entwickeln. Ich sehe, da wird auch sehr viel geschafft. Ich glaube, das passiert hier vor Ort auch, oder? Wir haben hier Arbeitsplätze. Also wir sind hier mit dem gesamten Verkaufsteam, Innendienstteam und auch, wenn es nötig ist, mit dem Kreativteam hier im Haus vor Ort und können natürlich hier alles direkt vor Ort besprechen. Kommt mal mit, ich kann euch gerne die Arbeitsplätze zeigen. Sehr gerne. Herr Jäckli, wo sind wir jetzt drin? Also hier sind wir jetzt in einem Besprechungsraum ausgeführt, in unserem Brandschutzsystem, Systivite 2 Plus. Und im Hintergrund sehen wir eigentlich schon die Büroräumlichkeiten von unseren Mitarbeitern, die hier im Stilhaus eigentlich die kompletten Projekte abarbeiten. Können wir noch kurz auf die Räumlichkeiten eingehen? Das ist nicht nur eine, glaube ich, das sind mehrere. Haben Sie hier eine gewisse Unterteilung? Was ist da die Idee dahinter? Also wir haben eine gewisse Unterteilung, weil wir eigentlich schauen wollten, dass wir möglichst kompakt Teams zusammen haben. Projektteams, aber auch die Teams, die vor allem im Verkauf arbeiten. Und nachher da hier haben wir jetzt eine spezielle Räumlichkeit, um eigentlich neue Projekte anzugehen und eine Besprechung zu machen, wo wir auch mal unter sich sein wollen. Also der Raum ist schalldicht abgeschlossen und so zeigen wir natürlich auch gerade, was man mit Glas im schalltechnischen Bereich alles machen kann. Alles klar. Vielen Dank für die Erläuterungen. Ich glaube, ihr möchtet uns noch Designer vorstellen. Ist das möglich? Ja, da wir ja heute den Showroom eröffnen, haben wir natürlich das komplette Team da und auch die Möglichkeit, mit dem Designteam noch schnell einen Rundgang zu machen. Frau Bachelet, Sie sind Designerin bei Glaströsch und dürfen die schöne Wand am Empfang gestalten, entwerfen. Wie muss man sich das vorstellen, von der Idee, bis die Wand denn hier steht? Ja, ich habe die Aufgabe gefasst, eine Wand hier zu gestalten beim Empfang, wo einen Wow-Effekt auslöst, also wo man eigentlich ein bisschen zeigen kann, was man mit Glas alles machen kann. Es hat aber gleich so eine Wand gegeben, die in dem Sinn nicht verkleidet, also wo dezent ist im optisch genau. Ich sehe verschiedene Muster, verschiedene Farben, Pflanzen kann ich ausmachen. Was ist dort zu sehen drauf und wie kommt es dazu? Also es ist von der Gestaltung her eigentlich so aufgebaut, dass es sehr mehrschichtig ist, dass es unterschiedliche Themen sind, die hier übereinander gelagert sind. Es sind einerseits botanische Bilder, die ich digitalisiert habe. Es sind Scherenschnitte, die ich von Hand geschnitten habe und eigentlich wie noch mit einem Muster hinterlegt habe. Dann sind es Fotos, die ich gemacht habe von Perlenlochen, Leder beispielsweise, wo dann eigentlich wie alles so ineinander rein verläuft und feine Transparenzen gibt und durch das auch eine tiefe Wirkung erzeugt. Ja, grüezi wohl, ihr seid hier bei der Ausstellung von Glaströsch Interieur. Ihr habt die Ausstellung schon gesehen, wie hat sie euch gefallen? Sehr gut, es ist eine sehr vielfältige Ausstellung und spannend, ja. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie viele Sachen man mit Glas machen kann. Das ist noch spannender. Ja. Also die Ausstellung gefällt mir sehr gut. Man sieht sehr viel Neues, was man vielleicht gar nicht kennt, was man alles aus Glas machen kann. Und es hat also sehr schöne Duschen, natürlich schöne Küchen, aber da können wir ja nicht alle Jahre neu kaufen, oder? Das ist ganz, ganz eine schöne Ausstellung, wirklich. Was haben Sie Schönes entdeckt? Sehr schöne Möbel, also Duschen vor allem, gefällt mir sehr gut. Küche ist auch ganz schön. Und das Design einfach für die ganze Ausstellung ist ganz speziell. Ich sehe, die haben hier gerade so ein Häppchen. Haben Sie schon probiert? Ja, ist ein bisschen heiss im Moment zwar, aber sehr, sehr lecker. Wird wahrscheinlich die Firma widerspiegeln, für die Qualität, die hier in dieser Tasse ist. Und wie ist die Qualität? Sensationell. Haben Sie etwas Spezielles, was euch gerade geblieben ist, was ihr entdeckt habt, wo ihr sagen, das werde ich nicht so schnell vergessen? Ja, dass man hier alles aus Glas haben kann, die Glasfronten. Das ist natürlich schon sehr speziell. Wie ist es bei Ihnen? Was habt ihr? Das ist genau das Gleiche.
Standort Rodrist im Stilhaus? Das ist die beste Position in der ganzen Schweiz. Man ist von überall her schnell in Rodrist. Luzern, Basel, Zürich, Bern. Egal, das ist das Zentrum der Schweiz. Das ist sensationell gewählt, muss ich sagen. Ja. Also wenn ich das anschaue, das ist ideal. Und da ist die Autobahn. Und da kommen Sie von jedem Knotenpunkt, von Basel, von Zürich, von Bern. Das ist kein Problem. Oder? Besser könnte es nicht liegen. Exklusivität muss nicht teuer sein. Scharfe Preise bei Exklusivküchen. So schmeckt das Leben besser. Wenn Sie ein Schnäppli machen, besuchen Sie jetzt die Baubörse auf bauschweiz.ch. Ups, das war jetzt mein Weinglas. Scherben bringen Glück. Aber gehen wir doch jetzt zum Toni seinen Weisheiten. Mit einem kleinen psychologischen Trick schafft es der Toni jeden Morgen aufs Neue, seine Spaziergänge fortzusetzen. Er erzählt uns jetzt, wie er das anstellt. Grüezi miteinander. Ja, der Toni ist auf dem Heimweg, aber jetzt habe ich hier irgendeinen Stein in den Schuhen. Ja, so kann ich natürlich nicht weiterlaufen, das ist nicht angenehm. Ja, was heisst Stein? Nicht nur einer, das ist ein ganzer Haufen. He? Ja, no, jetzt sind sie das, dann geht es wieder. Ja, ich hatte so viele Reaktionen von Kollegen. Sie haben gesagt, Toni, wie schaffst du das, alltag dich zu motivieren, um eine Stunde zu laufen? Da habe ich gesagt, ja, das ist ganz einfach. He? Ihr müsst euch halt einfach eine Art Hamsterrolle ausdenken. Ein Weg oder ein paar, wo ihr immer nicht gross überlegen müsst, wo ihr durch müsst. Ich habe zum Beispiel etwa 4-5 so Wege, die alle etwa eine Stunde gehen. Der eine geht beim grossen Brunnen vorbei, einer geht auf den Berg oben durch, einer unten durch und dann habe ich noch ein paar. So kann ich am Morgen einfach loslaufen und muss nicht lange studieren, sonst gehe ich vielleicht das eine oder das andere Mal eben auch nicht. Und was auch noch lustig ist, ja, seit dem Monat, wo ich jetzt laufe, hat die Frau zu mir letztens gesagt, Toni, du bist ja dadurch richtig eingefallen. Ja, nein, ich glaube nicht, dass das stimmt. He. Weil nur einen Monat lang laufen, das bringt noch nicht viel weg vom Gewicht. Da muss man schon noch ein bisschen länger unterwegs sein. So, jetzt muss ich aber langsam heimzu. He. Judmila wartet. Ja, die ist wieder am Stegenhaus putzen, gell? Das sage ich, muss ich jetzt nicht mehr selber machen. Adieu miteinander. Kreieren Sie Ihr individuelles Einfamilienhaus zum Festpreis mit dem Online-Konfigurator unter www.hauskonzept.ch. Alles rund ums Bauen und Wohnen auf bauschweiz.ch. Und jetzt kommen wir noch zum Veranstaltungskalender. Vom 26. bis am 29. November findet die Messe Bauen und Wohnen in Bern statt und zur gleichen Zeit am gleichen Ort die Messe Bauen und Energie. Und am 28. November feiert das Stilhaus in Rodrist sein 3-jähriges Jubiläum. Und noch etwas in eigener Sache. Auch dieses Jahr gibt es bei uns wieder einen Adventskalender, wo Sie jeden Tag im Dezember einen tollen Preis gewinnen können. Insgesamt warten 24 Preise. Spielen Sie mit auf www.bauschweiz.ch. Und in den nächsten 2 Sendungen geht bei uns alles rund um Swissbau in Basel, wo vom 12. bis am 16. Januar 2016 stattfindet. Die Vorschau ist ab dem 10. Dezember 2015 online. Zu sehen sind Standvorschauen von den Ausstellern, Interviews mit der Messleitung, sämtliche Highlights und Informationen für die Besucher. Die grosse Nachberichterstattung von der Swissbau ist am 20. Januar 2016 online. Mit ausführlichen Standreportagen von den Ausstellern, Interviews und neuen Produktvorstellungen. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung und somit verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen und freue mich, Sie am 10. Dezember wieder bei uns willkommen zu heißen. Auf Wiedersehen! BISTV ist Ihnen präsentiert worden von Stilhaus, Minagi, NAV Group und bauschweiz.ch.